Hallo, willkommen zum dritten Teil der Serie der angewandten Röhrentechnik. Heute gibt es einen leichten theoretischen Ansatz sowie einen Rückblick auf die ersten beiden Teile. Ich habe eine Rückmeldung bekommen, oder das heißt eine mehrere Rückmeldungen bekommen zu den ersten zwei Teilen, insbesondere dem stabilisierten Netzteil und der Anzeige mit den magischen Bändern. Kritisiert wurde, dass das Netzteil, das stabilisierte Netzteil etwas zu komplex ist und ob es eine Möglichkeit gibt, ein Netzteil zu bauen, das unstabilisiert ist, also einfach nur ein Netzteil, das halt eine Spannung bereitstellt im Bereich, die gebraucht wird, also um 200 bis 250 Volt, ohne großen Schnickschnack. Und das kritisiert wurde, dass im zweiten Teil nämlich kein Netzteil vorgestellt worden ist und nur die nackte Anzeige. Es kam auch die Frage auf, ob es die Möglichkeit gäbe, die besagte Anzeige mit den magischen Bändern als Altstromgerät zu benutzen oder umzurüsten. Dies habe ich abgelehnt, weil das Problem ist, Altstromgeräte sind zu gefährlich und die wurden auch nicht ohne Grund de facto verboten. Altstromgeräte kommen aus der Zeit, als es noch verschiedene Netze gab, also Stromnetze gab, unter anderem auch Gleichstromnetze, also in den 20er Jahren. Und dort war es nicht möglich, einen Transformator zu benutzen, weil Transformatoren funktionieren nicht mit Gleichspannung. Damals gab es die Möglichkeit, das Radio umzurüsten auf Gleichspannungsbetrieb oder Wechselspannungsbetrieb. Da es verschiedene Netzspannungen gab, musste der Transformator entweder über Widerstände oder über verschiedene Wicklungen angepasst werden. Es war umständlich oder wie man heute sagen würde, es war kompliziert. Und diese Altstromgeräte sind bis Ende der 50er Jahre in Betrieb gewesen. Das heißt, bis Ende der 50er Jahre, wenn man es genau nimmt, bis Anfang der 70er Jahre, nämlich Farbfernseher oder Fernseher allgemein. Röhrenfernseher waren fast bis zum Schluss noch Altstromgeräte. Bei einem Altstromgerät, wie der Name schon sagt, wird das Gerät direkt mit der Netzspannung betrieben und es gibt keine galvanische Trennung. Was zum Problem wird in dem Moment, wo halt elektrische Potenziale berührbar werden, wie zum Beispiel am Chassis. Und den Ausgang zur Antenne bzw. zum Eingang der Antenne. In dem Moment, wo halt Kondensatoren defekt werden, also ihre Isolation verlieren, besteht die Gefahr, dass halt Netzpotenzial berührbar wird von außen. Und das kann zum Problem werden. Es kann nicht nur zum Problem werden, es gab auch viele Unfälle in der Vergangenheit. Deshalb sind Altstromnetzteile abzulehnen, sagen wir es mal so, sagen wir es mal direkt. Auch hier gilt, bei allen Experimenten mit der Netzspannung sollte immer ein Trenntransformator benutzt werden. Trenntransformatoren sind auf den üblichen Plattformen relativ moderaten Preisen erhältlich und das sollte einem auch sein Leben wert sein. Insofern jetzt an 80 € zu sparen und sich später selbst in den IOL zu schicken, dann gebe ich lieber die 80 € aus. Das ist jetzt ein bisschen sarkastisch ausgedrückt, aber es ist ein wahrer Kern drin. Also bitte Trenntransformatoren benutzen, das kostet nicht die Welt. So, zum Thema zurück. Das war jetzt ein kleiner Schwank. Ob Sinn oder Unsinn, muss jeder selbst entscheiden. Aber ich habe es mal gesagt. Oder wie es bei einer anderen Serie hieß, Don't try this at home. Zu diesem Thema habe ich jetzt, wie gesagt, mir ein paar Gedanken gemacht und halt ein relativ einfaches, unstabilisiertes Netzteil entworfen. Das werde ich gleich vorstellen und auch eine Reihe von Gleichrichterröhren rausgesucht, die immer noch relativ gut zu erhalten sind, mit Ausnahme einer auch zu einigermaßen noch akzeptablen Preisen. Wie immer, der Schaltplan ist in der Videobeschreibung verlinkt, sowie alle Datenblätter. Das Netzteil ist sehr generisch ausgelegt.
Ich beziehe mich auch auf den ersten Teil, der ich vorgestellt habe, wie ein Netztransformator ausgemessen werden kann. Diese Anleitung ist auch mehr oder weniger universell einsetzbar und kann benutzt werden, um jetzt einen Netztransformator zu suchen und einen Teil auch dann, weil er unbekannt ist, auszumessen. Weil bei den meisten Transformatoren ist es ja so, dass es keine Beschriftung mehr gibt, beziehungsweise auch keinen Schaltplan. Und man weiß halt nicht, was macht das Ding. Ansonsten, meine Mailadresse ist, wie gesagt, in der Kanalbeschreibung. Und wer Fragen hat, kann sich gerne melden. Und natürlich auch in den Kommentaren Rückmeldungen, wie es euch gefallen hat. Und schauen wir mal, was passiert. So, fangen wir mal an mit dem leidigen Thema Transformatoren. Man muss natürlich zuerst mal wissen, was möchte man machen. Wenn man jetzt nur einen Schnupperkurs möchte für die Röhrentechnik oder für kleinere Geräte plant, reicht es aus, einen Transformator zu kaufen für Hybridgeräte. Zum Ende der Röhrentechnik gab es Transformatoren, die waren ausgelegt sowohl für Röhren als auch für Halbleiter, meistens kleinere Radios oder kleinere Tonbandgeräte. Diese Transformatoren hatten, mal ob der Fokus mitspielt, waren ausgelegt für eine Anodenspannung von 275 Volt, 24 Volt für die Halbleiterteil und 6,3 Volt, ungefähr 2 Ampere für die Röhrenheizungen. Also das damalige Konzept bei kleineren Radios war zum Beispiel, dass der HF-Teil in Röhrentechnik aufgebaut war und der NF-Teil in Germaniumtransistoren, weil die ersten Germaniumtransistoren hatten noch den Nachteil, sie konnten kein HF. Deshalb war der Teil noch aufgesplittet in Röhrentechnik und Halbleitertechnik. Und wie gesagt, diese Trafos gibt es bei den meisten Auktionsplattformen für wenig bis gar kein Geld. Die sind komplett aufgebaut mit Spannungswählschalter, allerdings nur für 220 oder 240 Volt. Und es gibt nur eine Wicklung für die Hochspannung. Das heißt, diese Transformatoren müssen dann mit einem Brückengleichrichter bestückt werden. Damals war es üblich, Selen-Gleichrichter zu benutzen. Wie gesagt, für kleinere Schaltungen wie zum Beispiel die Anzeige für die mit den Entschuldigung für den ach, es wird zu spät. Die Balkenanzeige mit den magischen Bändern, die im letzten Teil vorgestellt wurden, die würden dafür zum Beispiel reichen. Auch würden kleinere Versuchsschaltungen damit aufbaubar sein. Also wie gesagt, für kleinere Schaltungen reicht dieser Transformator. Wer etwas mehr möchte, kann, wie gesagt, ausgeschlachtete Röhrentransformatoren nehmen aus Röhrenradios. Die gibt es auch für wenig Geld. Diesen Transformator habe ich vorgestellt im ersten Teil, wie es um die Spannungsstabilisierung ging. Und da habe ich auch erklärt, wie man Transformatoren ausmisst und ungefähr die Stiftbelegung feststellen kann, sowie die Belegung. Das ist eigentlich universell einsetzbar, diese Erklärung. Und wie gesagt, die meisten Röhrenradios hatten Transformatoren, die noch für Zwei-Weg-Gleichrichtung ausgelegt waren. Ich werde gleich im Anschluss nochmal die Gleichrichtung generisch erklären. Auch die Stabilisierung der Spannung. Also Glättung der Spannung mit Hilfe einer Drossel. Das ist jetzt zum Beispiel eine Drossel mit 10 Henry. Sie ist ausgelegt für 0,2 Ampere maximale Strombelastung. Und wie man sieht, es ist schwer. Und eine Drossel besteht im Prinzip nur aus sehr vielen Wicklungen. Und wie die Drossel funktioniert, erkläre ich gleich.
Und jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock. Vor über 10 Jahren, also das sind jetzt Transformatoren, das sind jetzt dicke Dinger. Der Ringkerntransformator war ursprünglich mal geplant für einen Röhrenverstärker, den ich geplant habe, vor ungefähr 10 Jahren. Den habe ich aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr gebaut und seitdem steht der Trafo hier rum und verstaubt. Dasselbe gilt für diesen konventionell gewickelten Trafo. Von denen habe ich 2 Stück. Der hat ähnliche Werte wie der Ringkerntrafo. Es war halt geplant, einen Röhrenverstärker zu bauen mit russischen Militärröhren. Und besagter Verstärker sollte den Namen Kamtschatka 1 tragen, nach den Kamtschatka-Bären, also den russischen Kamtschatka-Bären. Wie gesagt, der wurde nie realisiert und wer an den Dingern Interesse hat, sollte ich mal melden. Allerdings aufgrund des hohen Gewichtes würde ich bevorzugen, wenn die Trafos persönlich abgeholt werden. So, soviel zum Werbeblock. Die sind verdammt schwer, die Dinger. Und jetzt machen wir weiter mit der Vorstellung der Röhren selbst. So, fangen wir an mit der Vorstellung der einzelnen Röhren. Ich habe jetzt speziell nur Röhren ausgewählt, die noch sehr gut zu beschaffen sind. Also keine exotischen Röhren, sondern nur Standardröhren. Nämlich die Standardröhren aus den deutschen, also im europäischen Röhrensystem sowie dem amerikanischen Röhrensystem. Wir fangen an mit der EZ90 ohne Störung von irgendwelchen Mails. Dies ist eine Zweiweg-Gleichrichterröhre. Dank des Miniatursockels ist sie geeignet für Geräte mit sehr kompaktem Aufbau. Sie wurde unter anderem eingesetzt in kleineren Radios. Sie ist in der Lage, 70 mA bei 250 Volt zu liefern. Für die Getterfetischisten, das ist ein Hufeisengetter. Röhre wurde von Siemens produziert. Der direkte Nachfolger ist die EZ91. Die EZ91 kann bereits 90 mA bei 300 Volt verarbeiten. Und ist damit elektrisch identisch mit der EZ80. Die EZ80 ist älter, wurde aber auch in kleineren Radios eingesetzt. Sie kann auch, wie gesagt, 90 mA bei 300 Volt liefern. Sie ist eine normale Novalröhre. Man sieht sehr schön den Aufbau der beiden Anoden in der Kathode. Also die Kathode ist das Röhrchen, das weiße Röhrchen in der Mitte. Und die beiden Anodenbleche sind halt verschachtelt drüber gelegt. Natürlich ohne elektrischen Kontakt zueinander. Der direkte Nachfolger der EZ81 war die EZ81. Die EZ81 kann bei 300 Volt maximal 250, Entschuldigung, kann bei 350 Volt maximal 150 mA liefern, bei 400 Volt nur noch 90 mA. Und das ist der Größenvergleich zur EZ80. Links ist die EZ81 und rechts ist die EZ80. Die EZ81 ist ungefähr
plus minus Pi mal Daumen ungefähr 1,5 cm größer, also höher. Der Durchmesser ist identisch, weil es sind beides Novalröhren. Und wie gesagt, die EZ81 ist noch extrem gut zu bekommen. Sie wurde eingesetzt in sehr vielen elektrischen Geräten, nicht nur Radios, sondern auch in Bandgeräten und allerlei elektrischen Geräten. Meine Variante hier ist jetzt leider sehr stark gegettert. Es ist übrigens dieselbe Röhre, die ich auch benutzt habe im ersten Teil für die geregelte Spannungsversorgung. Die dritte Röhre, allerdings außer Konkurrenz, ist eine dicke Bertha, nämlich die EZ150. Die EZ150 ist ausgelegt für Kraftverstärker und kleine Sender. Jetzt hier eigentlich mehr außer der Reihe, weil die EZ150 ist sehr teuer zu beschaffen. Und nicht nur vom Preis, sondern sie ist auch selten. Insofern ist es eher eine Röhre für Spezialanwendungen. Zu den technischen Daten. Bei 400 Volt kann sie 550 mA liefern und bei 600 Volt noch 350 mA. Das sieht man auch an den relativ einen relativ dicken Kathodenzylindern, die schon sehr massiv sind. Am Ende des Videos zeige ich diese Röhre auch im Betrieb. Wie gesagt, die EZ150 ist jetzt mehr außer der Reihe. Alternativ wäre es auch möglich, mit amerikanischen Röhren zu arbeiten. Diese sind auch noch sehr gut zu bekommen. Unter anderem die 5Z3. Die 5Z3 schafft ebenfalls 250 mA bei 400 Volt, Entschuldigung, bei 500 Volt. Hat geschwärzte, karbonisierte Anoden zur besseren Wärmeableitung, also Radiationskühlung. Und ist wie die meisten Leistungsröhren direkt geheizt. Man sieht hier die Heizfäden. Der Nachteil der 5Z3 ist halt der, dass er über einen amerikanischen UX4-Sockel verfügt, der halt etwas schwierig zu bekommen ist. Alternativ kann man die russische Variante benutzen. Diese ist noch sehr gut zu bekommen, sowohl als NOS als auch als chinesischer Nachbau, als auch als aktueller Produktion aus Russland, also die wird immer noch produziert. Sie ist ebenfalls direkt geheizt. Das hier ist eine Variante in Militärqualität. Auch mit geschwärzten Anoden. Man sieht jetzt oben sehr schön die Halterung für die Heizer, die auch gleichzeitig die Kathode sind.
Hier ist die Aufhängung. Die Heizer werden über eine Feder gespannt, um zu verhindern, dass sie locker werden und somit vibrieren und damit die Anode berühren. Schafft jetzt leider der Fokus nicht gescheit. Vorteil der russischen Variante ist, sie hat einen regulären Oktalsockel. Hier ist die Getup-Pfanne zu sehen. Ist leider nicht gut zu sehen aufgrund des Getterspiegels selbst. Aber man sieht das Konzept. Wer jetzt aus irgendwelchen Gründen keine russischen Röhren mag, kann auch eine englische Variante benutzen. Nämlich die 5Z4. Ebenfalls mit Oktalsockel. Allerdings die Leistungsfähigkeit ist etwas geringer. Sie kann nur 150 mA. 125 mA. Ja, der Tütata. Was wäre ein Video ohne der Tütata? Die Röhre ist halb indirekt geheizt. Und da es hier keine fliegenden Heizfäden gibt, gibt es auch keine federnde Aufhängung, sondern das sind die normalen Kathoden im Nickelröhrchen. Und bei Röhren mit gebogenem Kolben, man kriegt die Reflexion nicht weg. Es auf die Gefahr hin, wieder gedisst zu werden, ist leider so. Und auch hier sind, wie gesagt, die Anoden karbonisiert, um eine bessere Wärmeableitung zu gewährleisten. Als nächstes kommt die Vorstellung der prinzipiellen Schaltung. Für einen Gleichrichter sowohl mit Glättungskondensator als auch mit einer Drossel zur Glättung. Im Prinzipaufbau sowie die kurze Hinweis, was zu beachten ist, gerade in Bezug auf den Ladekondensator. Und danach kommt die Bevorführung im Betrieb der einzelnen Röhren, wobei das mehr jetzt bisschen Optik ist, wie glüht der Glühfaden. Also was mehr was fürs Auge. Bevor ich die Schaltungen vorstelle, möchte ich noch kurz die Röhren vorstellen, also optisch vorstellen. Wir fangen an mit der 5Z3. Das ist eine amerikanische Gleichrichterröhre aus den 30er Jahren. Die 5Z3 ist im typischen Aufbau. Wie gesagt, die Bilder sind im Detail auf der Webseite enthalten. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Die 5Z3 ist relativ stark. Sie schafft über 200 mA Anodenstrom, gleichgerichtet wohlgemerkt,
hat aber 3 Ampere Heizstrom bei 5 Volt und dementsprechend leider einen amerikanischen UX4-Sockel. RCA schreibt explizit dem Datenblatt, dass noch hochwertige Fassungen verwendet werden sollen, die in der Lage sind, diesen Strom zu verarbeiten. Die Belegung ist wie immer für amerikanische Gleichrichterröhren. Die Heizung ist Pin 1 und Pin 4 und die beiden Anoden sind auf Pin 2 und 3. Es wird als nächstes vorgestellt die 5Z4. In diesem Fall im Video ist zu sehen die Variante von Prima. Die 5Z4 ist eine Oktalröhre. Und wie fast alle Oktal-Gleichrichterröhren ist die Heizung auf Pin 2 und Pin 8. Und die beiden Anoden sind Stift Nummer 4 und Stift Nummer 6. Die 5Z4 ist nicht ganz so gierig, was den Heizstrom angeht. Es sind nur 2 Ampere bei 5 Volt. Vorgestellt, das ist übrigens die DDR-Variante von der 5Z4, gebaut vom HF-Werk. Im Video vorgestellt wird auch der russische Nachbau der 5Z3. Dies ist, wie gesagt, eine Oktalröhre. Und auch hier ist die Stiftbelegung identisch mit der 5Z4. Also die Heizung ist Stift 2 und 8 und die Anode ist 4 und 6. Wie gesagt, Detailbilder auch im Betrieb sind auf der Webseite. Dann geht es natürlich weiter mit den europäischen Röhren, nämlich ich fange an mit der EZ90. Die EZ90 ist eine Miniaturröhre. Sie schafft maximal 70 mA. Als Miniaturröhre ist, wie gesagt, die Heizung auf Stift 3 und Stift 4. Die Kathode ist auf Pin Nummer 7 und die Anoden sind auf Pin 1 und Pin 6. Weiter geht's mit der EZ80. Welche Variante habe ich im Video? Das ist müsste. Ach Mensch. Die Minibad. Das ist die Variante, die im Video vorgestellt wird. Ist von Philips Miniwatt produziert. Und es ist, wie gesagt, eine Novalröhre mit der üblichen Beschaltung. Die Heizung ist Pin 4 und 5. Die Kathode ist auf Pin Nummer 3. Und die Anoden sind Pin Nummer 1 und Pin Nummer 7. Die EZ80 ist eine identische Pinbelegung. Im Video müsste genau ist die Variante von JJ. Noch ein paar
bessere Fotos. Das ist die Variante von Ultron, produziert im Osten, wahrscheinlich im Osten, weil Ultron war ein Wiederverkäufer und hat selbst keinen, also ist der alte Birklin aus München, und Ultron hat selbst keine Röhren produziert, sondern hat nur importiert, meistens aus dem Ostblock. Wobei das jetzt nicht negativ gewertet ist, weil die vom Ostblock exportierten Röhren für den Westbetrieb waren meistens in guter Qualität. Und als letztes wird vorgestellt die dicke Bertha, nämlich die EZ150. Die EZ150 gibt es in zwei Varianten, nämlich der dicken Variante und einer schmalbäuchigen Variante. Sie sind elektrisch identisch, außer halt der Kolben ist ein bisschen schmäler. Sie heißt deshalb dicke Bertha, weil sie kann maximal 550 mA Anodenstrom verarbeiten und hat aber trotzdem 3 Ampere Heizstrom bei 6,3 Volt Heizspannung. Und als zweiter Nachteil, sie hat einen 10-poligen Stahlröhrensockel. Und sie ist relativ selten und schwierig zu bekommen und der Preis ist entsprechend gesalzen, sagen wir es mal so. Gut, ich will jetzt hier keine Video-Dia-Vorführung machen, sondern ich wollte die Röhren selbst vorstellen, also die Schaltung, wie man zur unstabilisierten Spannung kommt. Der Schaltplan ist sehr ähnlich der Standard, die meisten Referenzschaltpläne aus den Datenblättern. Man sucht sich einen Transformator aus, der die Spannungsbereiche abdeckt, die man benötigt. Wie gesagt, die Trafos von alten Röhrenradios sind meistens aus den Auktionsplattformen noch relativ günstig für wenig Geld zu bekommen. Wichtig ist, Sicherung benutzen. Vernünftige Kabel und auch wichtig ist für Experimente mit Netzspannung immer ein Trenntransformator. Ich kann es nicht oft genug betonen. Und wichtig ist auch, darauf zu achten, dass der Transformator optisch noch in Ordnung ist. Damit meine ich jetzt nicht, das Auge ist mit, sondern im Sinne von, dass der Trafo keinen Rost gefangen hat und dass keine Feuchtigkeit eingedrungen ist. Viele Transformatoren sind im Laufe der Zeit falsch gelagert worden und haben entsprechend gelitten, und was dann im Betrieb dazu führen kann, dass der Trafo, wie gesagt, Kurzschluss erzeugt, weil halt Feuchtigkeit eingedrungen ist. Der Trafo sollte drei Abgriffe haben. Zum einen natürlich für die Heizspannung der Röhren. Ich habe jetzt hier XXX Volt beschrieben, weil natürlich je nachdem nach eingesetzter Gleichrichterröhre. Ich rede jetzt hier gezielt von indirekt geheizten Gleichrichterröhren. Bei der indirekten Heizung ist darauf zu achten, dass das Spannungspotenzial zwischen dem Heizfaden und der Kathode nicht allzu groß ist. Dieser Parameter ist im Datenblatt meistens als UFK angegeben. Um das Problem zu lösen, ist es meistens sinnvoll, ein Pol der Heizung mit der Masse zu verbinden. Also Masse ist in diesem Fall das Nullpotenzial. Und damit ist das Problem meistens vom Tisch. Ich brauche zwei Abgriffe für die 2W-Gleichrichtung. Ich habe jetzt hier mal geschrieben 200 bis 350 Volt. Das kann natürlich auch mehr sein, je nachdem, was man machen möchte. Es muss natürlich angepasst sein auf die Gleichrichterröhre, die man dann benutzt. Bei 2W-Gleichrichtung ist es wichtig, dass beide Wicklungen in Reihe geschaltet werden und der Mittelabgriff wird zum 0-Volt-Potenzial. Und die beiden äußeren Enden werden über einen Schutzwiderstand, der hier als R1 und R2 bezeichnet ist, mit den Anoden verbunden. Die Werte von den Schutzwiderständen sind dem Datenblatt der Gleichrichterröhre zu entnehmen. Die sind meistens irgendwo zwischen 80 und 200, 250 Ohm.
Kommt ein bisschen drauf an, wie gesagt, auf Hersteller und wie viel Strom man benötigt. Die sind aber einzuhalten, weil sonst besteht die Gefahr, dass die Gleichrichterröhre an Lebensdauer einbüßt. Als indirekt geheizte Röhre ist natürlich sind die Heizungen entsprechend zu beschalten. Und die Kathode fungiert in diesem Falle als positiver Pol, weil die Kathode entführt bei der Gleichrichterröhre, wie gesagt, das positive Potenzial. Das Prinzip habe ich schon mal in einem eigenen Video erklärt, dieses ist verlinkt in der Videobeschreibung. Nochmal kurz die Zusammenfassung. Die Mittelanzapfung der beiden Quicklungen ist das 0-Volt-Potenzial und die äußeren Enden werden entsprechend durch die, je nach Polarität der Phase, entweder plus minus oder minus plus. Also wie es mit der Gleichspannung gleich der Fall ist. Das heißt, der Strom von der Kathode fließt dann entsprechend dann zur Anode 1 oder zur Anode 2. Und entsprechend wird somit immer der positive Teil gleichgerichtet. Und ich habe entsprechend dann am Ausgang der Anode halt jeweils immer die positive Halbwelle, egal ob sie von der oder von der Wicklung kommt. Zweiter Punkt ist, nach der Kathode kommt wieder eine Sicherung. Die Sicherung soll verhindern, dass der Strom, der abgenommen wird, natürlich den Strom, maximalen Strom der Röhre überschreitet, weil sonst macht die Röhre rote Backen und die Lebensdauer wird natürlich dann entsprechend minimiert. Und nach der Sicherung kommt der besagte Siebelko. Diese Kapazität wird auch im Datenblatt bestimmt und sollte eingehalten werden, weil wenn höhere Kapazitäten benutzt werden, wird die Röhre auch über Gebühr belastet und trägt inzwischen eine verminderte Lebensdauer. Und somit habe ich eine unstabilisierte Betriebsspannung. Diese unstabilisierte Betriebsspannung hört sich jetzt böse an, ist aber nicht ganz so böse, weil bei den meisten Röhrenschaltungen reicht es aus, wenn die Spannung im Bereich plus minus paar Volt ist. Das heißt, ich brauche keine super exakte Spannung, sondern es reicht auch, wenn ich sage, ich brauche 250 Volt. Das heißt, die Schaltung funktioniert dann meistens auch mit 230 Volt und meistens auch mit 240 Volt. Wenn man eine exakte Spannung benötigt, muss man halt ein stabilisiertes Netzteil aufbauen. Da verweise ich nochmal auf den ersten Teil. In diesem Teil wird übrigens auch nochmal beschrieben, wie man einen Transformator ausmisst. Das heißt, ich kann damit bestimmen, bei einer unbekannten Trafo, wo sind die Belegungen der einzelnen Entwicklungen. So, das Problem ist natürlich, ich muss immer noch mit dem Siebelko die Spannung ein bisschen glatt machen. Der Siebelko muss natürlich entsprechend stark sein. Das heißt, wenn ich einen hohen Strombedarf habe, kann es sein, dass der Siebelko zu schwach ist. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, eine sogenannte Drossel noch einzuschalten. Wie funktioniert eine Siebdrossel? Eine Drossel ist im Prinzip nichts anderes als ein Transformator mit einer einzigen Wicklung, also eine Spule, die einen Kern hat mit vielen Wicklungen. Also die Drosseln haben meistens sehr hohe Induktivitäten. Das Prinzip ist, die Drossel bildet für Gleichstrom nur einen ohmischen Widerstand. Es wird ein Magnetfeld aufgebaut und das Magnetfeld wird gehalten, solange halt der Gleichstrom identisch bleibt. Sobald der Gleichstrom aber einbricht, weil halt am Verbraucher mehr Strom benötigt wird, passiert jetzt Folgendes: Das Magnetfeld bricht zusammen und die Leistung vom Magnetfeld wird wieder induziert in die Drossel und somit wird versucht, den Strombedarf zu decken. Das Spiel funktioniert allerdings nur so lange, solange halt Energie im Magnetfeld ist. Die Drossel unterstützt damit praktisch die beiden Siebelkos und
man kann sagen, bei den Werten, dass die beiden Siebelkos halbiert werden vom Maximalwert, der im Datenblatt festgelegt ist. Also zum Beispiel bei der EZ81 wäre der Maximalwert des Siebelkos 50 Mikrofarad. Wenn ich eine Drossel einsetze, wäre dann der C1-Elko 22 Mikrofarad und der C2-Elko ebenfalls 25 oder 22 Mikrofarad. Und somit habe ich dann die Drossel sauber eingebunden. Der Maximalwert der Drossel ist meistens auch im Datenblatt festgelegt. Da hier auch dasselbe gilt wie bei den Elkos, wenn die Induktivität der Drossel zu groß ist, wird die Röhre über Gebühr belastet. Typische Werte für die Drosseln sind meistens irgendwas zwischen 5 und 10 Henry. Auch zu beachten natürlich, dass die Drossel den Strom liefern muss, der benötigt wird. Die von mir vorgestellte Drossel ist für 200 mA ausgelegt. Besonders wichtig wird eine Drossel in dem Moment, wo ich eine direkt geheizte Gleichrichterröhre benutze. Der Schaltplan für die direkt geheizte Gleichrichterröhre ist sehr gleich mit der indirekt geheizten. Also das Prinzip ist natürlich gleich. Der einzigste Unterschied ist, es gibt bei der Heizspannung jetzt keine Verbindung zur Masse. Also keine, weil das Problem ist natürlich der Heizfaden, keine Differential bei der Spannung zur Kathode haben darf, gibt es nicht, weil die Kathode ist der Heizfaden. Deshalb gibt es hier keine Verbindung. Die beiden Wicklungen für die Anoden sind identisch beschaltet, also die Mittelabzapfung wird zum Nullpotenzial. Es gibt die beiden Schutzwiderstände für die Anoden, die auch im Datenblatt beschrieben sind. Es gibt keine dedizierte Kathode, sondern halt ein Pol der Heizung wird somit zur Kathode. Diese ist auch über die besagte Sicherung abzusichern. Und auch für den Siebelko gilt, dass im Datenblatt festgelegt ist, wo hier die Maximalkapazität liegt. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Da die Kathode identisch ist mit der Heizung, wird natürlich die Heizspannung aufmoduliert in die gleichgerichtete Spannung. Das ist auch der Grund, warum direkt geheizte Gleichrichterröhren meistens Heizspannungen von 2,5 oder 5 Volt haben, dass halt nicht zu viel Differenz hier am kleinen Siebelko rausgefressen werden muss. Und hier kommt meistens die besagte Drossel ins Spiel, weil die Drossel eine höhere Filterkapazität bietet als eine reine Elko-Lösung. Das heißt, ich habe jetzt hier mehr Möglichkeiten, die Spannung einigermaßen glatt zu bügeln. Auch hier ist wieder dasselbe Prinzip bei der direkt und indirekt geheizten Röhre. Der Lade-Elko wird halbiert von der Kapazität. Die Drossel wird mittig eingeschaltet und somit habe ich eine gut stabilisierte Gleichspannung. Wichtig ist auch hier wieder die Sicherung, um zu vermeiden, dass die Röhre überlastet wird. Wobei Überlastungen bei direkt geheizten Röhren meistens dazu führen, dass der Heizfaden durchbrennt, während, wie gesagt, indirekt geheizte Röhren meistens zuerst rote Backen bekommen, aber die Überlastung meistens längere Zeit noch mitmachen, während direkt geheizte Gleichrichterröhren dann meistens ein bisschen empfindlicher sind. Gut, das wäre wie gesagt die Prinzipschaltungen. Meine Mailadresse ist in der Kanalbeschreibung angegeben. Mails werden wie immer beantwortet, auch wenn es manchmal ein paar Tage dauert, aber sie werden beantwortet. Und weiter geht es jetzt mit der optischen Vorstellung der Röhren. Weil, wie es so schön immer heißt, das Auge ist mit und gerade bei Glühdingern ist natürlich der Heizfaden meistens das Interessanteste. So, und jetzt viel Spaß bei Wer glüht am besten?
So, weiter geht's mit der amerikanischen 5Z3. Diese Röhre sitzt im vierpoligen UX4-Sockel. RCA weist extra darauf hin, nur hochwertige Sockel zu benutzen, da diese Röhre 3 Ampere Heizstrom hat bei 5 Volt, dass der Sockel in der Lage ist, diesen Strom gut zu übertragen. Damit ändert sich auch die Beschaltung des Steckfeldes, nämlich Stift 1 und Stift 4 sind die Heizung, Stift 2 und Stift 3 sind die Anode. Die Röhre arbeitet mit 5 Volt. Einstellen. Ich starte wieder bei 50 Volt mit der Anodenspannung. Heizfad funktioniert, muss ich die Heizspannung nachregeln, weil wie gesagt, der zieht jetzt 3 Ampere. Die Spannung ist entsprechend eingebrochen. Die Röhre glüht entsprechend. Fokus kommt jetzt nicht ganz hin. Gut, aber gehen wir mal durch die Kurzschlussprüfung. Volt ist kein Problem. Volt, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 Volt. So, ich habe es runtergeschaltet, dass es ein bisschen leiser ist. Machen wir die obligatorische Nachtaufnahme. Der Heizer ist leider nur in der oberen Durchführung gut zu sehen. Aber man sieht das typische orange Glühen vom beschichteten Heizfaden. Wenn der Fokus denn ganz mitspielt. Röhrenfotografie ist so eine Sache für sich. So, weiter geht's mit der halb indirekt geheizten 5Z4. Auch hier ist die Beschaltung identisch wie bei fast allen Oktalgleichrichterröhren. Heizung ist auf 2 und 8. Die Anoden sind 4 und 6. Wie immer Messmodus G wie Gleichrichterröhre und 2,5 Kilo Ohm Lastwiderstand.
Ich starte wieder bei 50 Volt. Heizspannung ist auch bei 5 Volt. Die wird wieder entsprechend eingestellt. So, dann Heizfaden geht. Fokus geht auch. Gut, heizen wir mal an. Auch die Röhre zieht fast 3 Ampere Strom. Nicht ganz 3 Ampere, aber auch einiges. Das heißt, ich muss jetzt auch wieder die Heizspannung entsprechend. Ach, komm, Fokus. Nachführen. Es gibt keinen Kurzschluss. Es fällt auf, die Röhre ist schon relativ hell im normalen Licht. Man sieht gut die Kathodenzylinder. So, gehen wir mal, wir sagen bis 350 Volt hoch. 100 Volt, 150, 200, 250, 300, 350. So, dann noch der obligatorische Nachtblick. Ich habe jetzt mal die Anodenspannung ein bisschen runtergeschaltet, damit es nicht ganz so laut ist. Also Aufnahmen sind immer schwierig. Aber die Röhre sieht optisch ganz interessant aus. So, eingesteckt ist die russische Variante der 5Z3. Die Beschaltung ist wie üblich bei Oktalröhren, also Oktalgleichrichtern. Die Heizung ist Stift 2 und Stift 8. Die beiden Anoden sind auf Stift 4 und 6. Und wie üblich, es bleibt bei Modus G mit 2,5 Kilo Ohm Lastwiderstand. Also passt alles. Die Röhre hat 5 Volt Heizspannung. Das tue ich jetzt entsprechend einstellen.
So, schalten wir mal auf Heizung. Die Röhre zieht knapp 3 Ampere bei 5 Volt. Das heißt, die Spannung ist jetzt entsprechend eingebrochen. Die tue ich nachregeln auf 5 Volt. Die Röhre knistert interessanterweise. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera zu hören ist. Die Heizung ist sehr dunkel, also fast nicht zu sehen bei normaler Beleuchtung. Gut, gehen wir mal die obligatorische Messreihe durch auf Kurzschluss. Ich starte wieder bei 50 Volt. Okay. Und die Röhre soll auf jeden Fall schaffen 350 Volt. 100. 150. 200. 250, 300, 350, 400. Das muss sie auch schaffen und es klappt auch. 450. 500, das muss ich übrigens auch schaffen, bei 130 mA. So. Wie sieht der Heizfaden aus? Das ist der Grund dieser Sitzung. Gehen wir auch wieder auf die. Nachtbeleuchtung. Man sieht die Heizfäden. Im Fokus klappt es nicht so ganz. Die sind wie gesagt aufgehängt, also aufgehängt, um zu vermeiden, dass der Heizfaden vibriert und die Kathode, die Anode berührt, Entschuldigung. Kriegt keinen richtigen Fokus. Aber die Heizung ist, wie gesagt, auch eher unspektakulär. Gut, machen wir weiter. So, jetzt ist die optische Stunde. Wir starten mit der EZ90. Es ist eine Miniaturröhre. Dementsprechend ist das Steckfeld anders konfiguriert. Die Heizung ist auf Stift 3 und 4. Die Kathode ist auf Stift 7. Und die beiden Anoden sind Stift 1 und Stift 6. Der Messmodus ist jetzt für alle Gleichrichterröhren Modus G mit 2,5 Kilo Ohm Lastwiderstand.
Wir starten immer mit 50 Volt. Und schauen wir mal, was passiert. So, die Heizung hat Durchgang. Wir brauchen als E-Röhre 6,3 Volt. Gerade am Anschlag vom Putti. Gut, ich muss eh gleich nachregeln, wenn ich jetzt die Spannung. So 6,3 Volt. Machen wir den obligatorischen Kurzschlusstest. Röhre scheint zu funktionieren. Sie liefert knapp 12 mA bei 50 Volt und besagten 2,5 Kilo Ohm Lastwiderstand. Gehen jetzt auf 100 Volt, 150, 200, 250, 300 und 350. Die Röhre ist spezifiziert für 90 mA Anodenstrom. Den habe ich jetzt knapp erreicht. Gerade versehentlich runtergeschaltet. Und da ich die Röhre nicht in den IOL schicken will, gehe ich nicht weiter hoch. Die Heizung ist typisch für E-Röhren. Machen wir mal die Nachtaufnahme. Es ist immer schwierig, mit Freihand vernünftigen Fokus zu bekommen. Aber die Röhre funktioniert und macht einen Eindruck, wie sie im Betrieb aussieht. Machen wir mal weiter. So, weiter geht's mit der EZ80. Das ist jetzt eine Novalröhre. Und somit ist die Beschaltung auf dem Steckfeld. Heizung ist auf Pin 4 und 5. Die Kathode ist Pin 3. Die beiden Anoden sind Stift 1 und Stift 7. Und wie immer, der Messmodus bleibt gleich G mit dem besagten 2,5 Kilo Ohm Lastwiderstand. Wir starten wieder bei 50 Volt. Heizung ist da. Tun wir mal einstellen auf die besagten 6,3 Volt. Ton anheizen. Jetzt muss ich die Spannung etwas nachregulieren. Okay.
So, gehen wir mal den obligatorischen Kurzschlusstest. Scheint zu funktionieren. Die Heizung sieht bei Tag unspektakulär aus, wie fast immer. Gut, gehen wir mal ein bisschen 100 Volt, 150, 200 Volt, 250, 300, 350. Die Röhre spezifiziert für 90 mA maximal. Ich bin jetzt bei 92 mA. Also bevor ich sie in den IOL schicke, gehen wir nochmal runter und machen mal die obligatorische Nachtaufnahme. Soweit, so gut. Und da wir gerade von Nachtaufnahmen reden, es sind wirklich Nachtaufnahmen. Wir haben jetzt 4.33 Uhr nachts. Denn wie heißt denn so schön, nachts sind alle Bären grau. So sieht der Tisch etwas leerer aus, weil mein Laptop steht jetzt im Arbeitszimmer. So, die EZ81 ist dran. Die Schaltung ist dieselbe wie bei der EZ80. Also 4 und 5 ist die Heizung, Stift Nummer 3 ist die Kathode. Und Stift 1 und 7 sind die beiden Anoden. Der Rest ist identisch. So können wir die 6,3 Volt einstellen. Einigermaßen richtig. Ist ein bisschen zusammengebrochen. So. Obligatorische Kurzschlussprüfung. Auch hier starte ich wieder mit 50 Volt. Hundert Volt, 150, 200, 250, 300, 350. Das schafft sie problemlos. Die Heizung ist typisch, obligatorische. Ups. Sicht bei Nacht.
So. Dann machen wir mal weiter. So, zum Schluss kommt die dicke Bertha, nämlich die EZ150. Von dieser gibt es zwei Ausführungen, die bauchige Ausführung und die etwas schmälere Ausführung. Ich stelle jetzt beide vor. Wir fangen an mit der bauchigen Ausführung. Ups. So, die Beschaltung vom Kreuzfeld ist gleich geblieben, also immer noch auf Modus G wie Gleichrichterröhre mit 2,5 Kiloohm Lastwiderstand. So wie immer die erste Amtshandlung, Einstellen der Heizspannung. So, die Heizung funktioniert. Wir können jetzt mal die Spannung abregulieren zum die 6,3 Volt. Die Röhre braucht aufgrund der dicken Kathode etwas, um aufzuheizen. Machen wir in der Zwischenzeit die Testung auf Kurzschluss. Und ich habe bei 50 Volt schon der erste Ausschlag. So funktioniert die Röhre. Wie gesagt, das ist die dicke Bertha. Das heißt, ich kann jetzt hochschalten auf 500 Volt. Bin jetzt bei 100 Volt. 150, 200 Volt. Man hört schon, der Neuberger fängt wieder an zu brummen. 250, 300. 350, 400, 450, 500. Also die EZ150 arbeitet. Bei 500 Volt liefert sie 136 Milliampere bei 2,5 Kiloohm Lastwiderstand. Sie ist wie gesagt ausgelegt für 550 Milliampere Anodenstrom bei 350 Volt. So, die obligatorische Frage nach dem Heizfaden. Ist eigentlich wenig zu sehen bei Licht. Auch nur die obligatorische Nachtbeleuchtung.
Das sieht die Röhre ein bisschen spektakulärer aus. So, machen wir dasselbe jetzt auch noch mal mit der schmalen Variante. Hier noch mal im Vergleich die bauchige und die schmale Variante. So, die schmale Variante ist eingesteckt. Als Faden funktioniert. So, ich starte wieder bei 50 Volt. Der Wert auf dem Ampermeter ist ähnlich. Schauen wir mal, ob sie wie ihre dicke Schwester auch die 500 Volt schafft. Jetzt 100, 150, 200, 250. Dreihundert, 350, 400, 450, 500. Ich habe ein bisschen runtergeschaltet. Auch bei der kleinen Variante ist die Heizung eigentlich ein bisschen unspektakulär. Das Ganze auch in der schwierig immer alles mit einer Hand. Wie gesagt, die Optik ist sehr ähnlich. Es klappt im Fokus jetzt nicht ganz, aber so, damit wären wir jetzt durch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wie immer, schreibt in den Kommentaren, wie euch gefallen hat, beziehungsweise sonstige Kommentare. Mails werden immer beantwortet. Bisschen ruhiger. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.